Was war denn eigentlich dein lustigstes Dreherlebnis? Ja, also bei einer Szene, da waren wir in einem Schlafzimmer und ein Frosch ist einfach in eine Kiste reingehüpft und einer vom Dreh hat gerufen: Nicht in meine Kiste, das ist meine Kiste, raus da! Und das war so Ja, witzig, alle der ist haben dann einfach die gelacht. Technikkiste reingehüpft. Ja, Ja, genau, und ja, der so: ja. Hey, raus aus meiner Kiste! Und alle haben gelacht. Ich denke mir, als ob der Frosch dann jetzt rauskommen würde, so: Ja, okay, wenn es deine Kiste ist, dann springe ich wieder raus. Es ist ja auch bei Fröschen irgendwie so cool, weil du nie weißt, wann hüpfen sie los. Boah, wer ist Wo ist der? Boah, hallo. Im Hallo? Film hast du sein süßes Faultier auf dem Arm. Wie war das? So schön. Wenn Faultiere Haustiere sein dürften, dann würde ich mir sofort ein Faultier holen. Weil man kommt so total runter, man wird so total gechillt. Das ist so toll. Es ist ja kein Liebesfilm, aber ich habe mich da so richtig verliebt. In Fauli, mein Faultier. Kannst du erklären, was die Botschaft des Films ist? Also, erstens, man soll sich mehr um die Natur kümmern und dass Mensch und Natur eins werden, sozusagen. Der Bach hat leider nur sehr wenig Wasser. Aber besser als gar nichts. Danke. Und eben, dass man mit der Natur zusammenarbeiten muss oder sich auch für sie einsetzen muss und dass man nicht aufgeben soll. Genau, es ist nie zu spät, was zu tun. Sucht Stöcker, Holz und Steine. Was hast du vor? Wir bauen eine Staumauer. Auch wenn man manchmal denkt, es sei hoffnungslos, zum Schluss kann es doch ein Happy End geben. Ich hoffe, es gibt auch ein Happy End bei uns im Film, weil das wollen wir den Zuschauern noch nicht verraten. Im Film triffst du den lustigen Bruchpiloten Branko. Willi, mein Freund! Seid ihr wirklich mit dem Flugzeug abgestürzt? Festhalten! Ich werde diese Frage in der Froschsprache beantworten. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Ich gebe es einfach in den Übersetzer ein, okay? Branko. Der ist cool. Ein paar Szenen musst du dran glauben. Ich zeig's dir, sieht lustig aus. Lass mal stecken. Wem würdest du diesen Film eigentlich empfehlen? Also, es können auch Opas und Omas sehen. Es können auch Leute sehen, die jetzt sage ich mal 40 sind. Und es können Kinder sehen, die 2 Jahre alt sind oder so. Ich gehe auch mit meiner Schulklasse hin. Ey, cool, das finde ich toll. Was kann ich selber tun, um Frösche zu schützen? Naja, man kann sich zum Beispiel beim NABU engagieren, bei dem Naturschutzbund. Wenn sie ja zu den Laichgewässern gehen und wieder zurück, da kann man helfen, Frösche über die Straßen zu tragen. Und das Wichtigste, was man für Frösche tun kann, von meiner Seite aus, ist sich den Film Willi und die Wunderkröte anschauen, denn da erfährt man wirklich alles über Frösche.